Na, egal, Stecher, sind wir wieder bei einer weiteren schon Runde Undertale mit Milonetsky. Mal gucken, ob sich diesmal was verändert. Ach, wir müssen da, guck mal, da ist ja der Spinnendings. Wir bräuchten mal langsam eine Kiste, oder? Ich wäre zumindest einer Kiste ziemlich ermessen. Denn wir haben das Spinnen-Item jetzt nicht, was ich extra aufgehoben habe bis zum Ende. Gehe ich also nochmal zurück, hol mir das Spinnen-Item irgendwie über eine Kiste, wenn ich wüsste, wo die ist. Und dann... ja, sehen wir uns an der Stelle bei der Spinne wieder. Bis gleich. So, ihr geilen Stecher, da bin ich dann mal wieder bei einer weiteren richtigen Runde. Endlich dabei. Yay. Und dann haben wir doch wieder endlich mal alles. Ich habe ja mal was gekauft. Ahu, was gut, was gerade haben. Blablabla. Sie haben gesagt, ein Mensch mit einem geschreiften Schwert würde kommen. Ich hörte, dass sie Spinnen hassen. Das stimmt aber nicht. Ich hörte, sie lieben es, auf sie draufzutreten. Ich habe doch extra so einen Spinnenscheiß gekauft. Ich hörte, sie reißen ihnen gerne die Beine aus. Na, das werden wir ja gleich sehen. Ich bin jetzt extra zurückgelaufen, um mir meinen Spinnenscheiß zu holen hier. Ich hörte... Sie sind außerordentlich geistig mit ihrem Geld. Ahuhuhuhu. Du denkst, dein Geschmack ist zu kultiviert für unser Gebäck, nicht wahr? Ahu, diese Ansicht kann ich dir nicht durchgehen lassen. Ich denke, dein Geschmack ist genau, was die nächste Charge braucht. Moffat hält dich gefangen. Zahle 10G, zappeln. Ich bezahle 10G. Du zahlst 10G, Moffat verringert ihre Angriffe für diese Runde. Schau nicht so traurig, mein Liebes. Warte! Was ist das denn? The fuck? Achso, stimmt ja. Ich denke, die ist besonders gut. Ahu. Du bist in einem merkwürdigen Wiederfahren im Netz gefangen. No, ich würde langsam teuer, weil wir zappeln einfach. Du strampelst, um aufs Netz freizukommen. Was wird dich amüsiert? Warum so blass? Du solltest stolz sein. Es war ja nicht so schwer. Versuchen wir einfach mal das Item direkt einzusetzen. Spinnendonut. Du isst den Spinnendonut. Du bist komplett geheilt. Hä? Wo hast du das her? Hast du es gestohlen? Oh, mein Haustier. Es ist Zeit, Ihnen zu zeigen, was wir mit Dieben machen. Was? Huh, ein Telegramm von den Spinnen in den Ruinen. Was? Sie sagen, dass sie dich gesehen haben und du hast geholfen, indem du für ihren Zweck gespendet hast. Oh nein, das alles war ein großes Missverständnis. Ich dachte, du wärst jemand, der Spinnen hasst. Die Person, die nach Seele gefragt hat, sie muss eine andere Person an einem anderen Geschäft gemeint haben. Entschuldige bitte all das. Ahu, ich mache es wieder gut. Du kannst hierher zurückkommen, wann immer du willst. Ohne Gebühr. Ich wickle dich wieder ein und lasse dich mit meinem Haustier spielen. Ahu, ich scherze nur. Ich werde dich verschonen. Muffet verschont dich. Geil. Das hat Spaß gemacht. Man sieht sich, Liebling. Perfekt. Danke für den Tipp mit dem Spinnenmuffin-Donut. Und wir können jetzt direkt instant weitergehen. Geiler Scheiß, ey. So können wir einfach Dialoge geil gestalten. Und vor allem den Bosskampf schnell beschleunigen. Oh, dieser Mensch. Jetzt kommt wieder die Gesangseinlage. Kann das sein? Meine eine wahre Liebe. Du siehst gelangweilt aus, Schnucki. Ich möchte eine herausragende Performance. Wenn du also mich, wenn du also nicht dein Bestes gibst, werde ich das Ganze zum Wohl des Publikums überspringen. Auftreten. Komm, wir überspringen das Ganze. Die Show muss weitergehen. Oh je, yeah, ich bin so überwältigt, welch Tragödie. Der König hat befohlen, dass du im Keller des Schlosses weggesperrt werden sollst. Und das, bevor wir zusammen ein süßes Lied darüber singen konnten. Meine Liebste, ich kann dich da kaum ansehen. Ihr wisst, was gleich passiert. Also, lebe wohl. Gut, das hatten wir alles schon im ersten Part. Also meinem ersten Run und jetzt deswegen. Oh nein, was soll ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Kerker gesperrt. Ein Kerker mit einem Rätsel, das so böse ist, dass meine Geliebte nicht umkommen wird. Ach, das war ja, stimmt ja. Die Farben, ey. Die habe ich leider nicht mehr auf der Liste. Die Liste ist längst weg. Ah, ich habe meinen Tisch mal aufgeräumt und habe die Liste deswegen leider verlegt. Aber ich glaube, hier kommt man eh nicht durch. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Irgendwie hier so drüber. Wie war das hier gleich? Genau, hier durch. Hoch? Ne, hier geht's gar nicht lang. Aber hier geht's weiter. Alter, wenn ich Glück hab, schaffe ich das wirklich sogar noch. Krass, die Zeit ist aber abgelaufen. Oh, es tut mir so leid. Sieht aus, als hättest du keine Zeit mehr. Es war eh viel zu lang. Fuck you. Da kommen die Flammen, Schnucki. Die kommen näher. Noch näher, oh nein. Vielleicht ist es soweit. Pass auf, ich werde dich retten. Ich hacke mich jetzt in die Firewall.
Nein, wie konnte das passieren? Erneut ein veralteter Plan durch die geniale Dr. Alphys. Ja. Da, das ist richtig. Komm schon, Meta, dann gib endlich auf. Ob man bis zum Ende hätte durchkommen können, man weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, weil wahrscheinlich einfach nur, wenn man gerade ausgelaufen wäre, selbst wenn es möglich wäre, das zu überspringen, denke ich nicht, dass man es bis zum Ende geschafft hätte. Solange wir zusammenarbeiten, dein Rätsel ist vorbei und genau, lass dich Ruhe. Rätsel vorbei, Alphys Liebling, wovon redest du? Hast du vergessen, wofür die grünen Kacheln stehen? Sie machen ein Geräusch, dann musst du ein Monster bekämpfen. Nun, Liebling, dieses Monster bin ich. Metaton greift an. Oh je. Brüllen, du schreist, nichts passiert. Das ist es, Schnucki. Sag adieu. Ist das ein Handy? Du gehst besser ran. Hey, das sieht übel aus, aber keine Sorge. Es gibt eine letzte Sache, die ich auf dem Handy installierte. Siehst du diesen gelben Knopf? Geh in das Startmenü deines Handys und drücke den Knopf. Das Startmenü des Handys leuchtet. Gelb. Drückst den gelben Knopf, das Handy reagiert auf eine Transparenz. Das ist es, Schnucki. Sag adieu. Aha! Du gehst Zett! Geil! Und jetzt? Passiert nichts. Oh, du hast mich besiegt. Wie kann das sein? Du bist viel zu stark, etc. Wie es aussah, hättest du ihn besiegt. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Alles dank dir. Was? Oh nein, ich meine, du warst ja ähnlich, was ich gemacht habe. Wir haben eine bunte Programme. Handy, nein, was willst du machen? Aber ich kann dich nicht mehr fragen. Bevor ich dich traf, habe ich mich nicht wirklich besonders gemocht. Ich habe mich lange wie ein totaler Versager gefühlt, als könnte ich nichts auf die Reihe kriegen, ohne jemanden zu vernachlässigen. Aber, dich zu leiten hat mich wieder besser fühlen lassen. Also danke, dass du mich helfen lässt. Bla bla bla. Wie auch immer, wir sind fast in den Chor. Er kommt gleich zu bla bla bla. Also gleich, weiter geht's. Wie gesagt, Leute, bis jetzt haben sich die Dialoge leider zur Mitte hin nicht so krass verändert, weswegen ich nicht sicher bin, ob ich den dritten Run machen möchte. Aber den zweiten ziehe ich jetzt auf jeden Fall noch durch. Hey, du bist es wieder, das Geschäftsklasse, die beiden haben alle Eisen gekauft. Ich bin komplett ausverkauft, entschuldige. Warte, ich habe noch etwas für dich. Ein großes Lächeln, wie hört sich das an? Wundervoll. Ein Lächeln ist immer schön. Ach, hier ist ja die komische Porno-Prinz-Arena gewesen. Und rechts lang ist... ein Fahrstuhl. Und geradeaus... Warte mal, also ich will den kleinen Fratz nochmal Schrabbel-Schniggel. Schnack. Hey, erinnerst du dich an meinen Namen? Erinnerst du dich? Ja. Was? Du erinnerst dich? Wie konnte ich so einfach besiegt werden? Ich erinnere mich daran, dass du dich erinnert hast. Oh no, ich hätte vielleicht mal Nein sagen müssen. Verdammt! Egal. Kack drauf. Sind die beiden lieb? Oh hey, wir verschieben die Sache mit den Töten auf ein anderes Mal. Aber sage an deinen nichts. Und so, ja? Ja. Tobt euch mal aus, egal, beiden Hardogays. Hey, in der nächsten Gasse rechts gibt es ein paar tolle Angebote. Ja. Und hier ist er jetzt erstmal. Hey, ich habe gehört, du bist ein Chor. Möchtest du vorher mit mir was essen gehen? Klar, wunderbar, danke, dass du mich versorgst. Hier drüben, ich habe eine Abkürzung. Jetzt kommt erstmal wieder der lange Dialog. Ich hoffe, da gibt es ein bisschen was anderes. Nun, da wären wir, ansonsten überspringen wir das Ganze gleich. Deine Reise ist fast vorbei, wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Hey, ich kenne das Gefühl, Kumpel, dennoch. Manchmal ist es besser, bei dem zu bleiben, was man dir gibt. Joten, hast du Essen, Trinken, Freunde? Ist das, was du tun musst? Wirklich die ganze Sache wert? Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kind. Hey, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin ein Wachmann im Snowdenwald, richtig? Ich halte Ausschau nach Menschen, es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige verschlossene Tür. Das ist perfekt, um Klopf-Klopf zu zügen. Eines Tages haue ich sie wieder wie üblich heraus. Ich klopfe auf die Tür und sage Klopf-Klopf. Plötzlich vor der anderen Seite der Tür höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt, Feuer. Feuer, wer? Wo brennt es? Dann bricht sie in Gelächter aus, als wäre es der beste Witz, den sie in den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht weiterhin. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann nach einer Dutzend Witze klopft sie an die Tür. Klopf, klopf! Ich sage, wer ist da? Disco! Disco wer? Disconnected! Wow. Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir haben uns gegenseitig 4 Stunden Witze erzählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Papyrus wird ohne seine gute Nachtgeschichte recht launig. Aber sie erzählte mir, ich solle wieder vorbeikommen. Das tat ich. Und dann wieder und wieder. Es hat ein System. Wir erzählen uns schlechte Witze durch die Tür. Und es ist super. Eines Tages fiel mir doch auf, dass sie kaum lachte. Also fragte ich, was sei denn los sei. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch die Tür kommen sollte, kannst du bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasse ich es, etwas zu versprechen. Und diese Frau, ich kenne noch nicht mal ihren Namen. Aber jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht Nein sagen kann.
Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich gegeben habe. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte? Kumpel. Du wärst zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Hey, bleib locker, Kumpel. Ich mache nur Witze. Außerdem habe ich mich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen. Ich meine, sieh dich nur an. Du bist nicht mal gestorben. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Liege ich falsch? Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Denn jemand sorgt sich wirklich um dich. Aber hey, er hat immer nicht die Geschichte erzählt, dass sie auch immer nicht bei der Tür war. Ha. Das heißt, ist alles Knöfte-Töfte. So, mit denen brauche ich jetzt nicht großartig schnattern. Die geben mir sonst nichts weiter an Hinweisen. Jetzt bin ich ja, glaube ich, wieder im Hotel. Jawohl, in dem super Hotel hier erstmal. Atmosphäre, Hotland, Hotelempfang. Perfekt. So, wir gehen aber einfach mal direkt weiter zum Chor. Sonst brauchen wir erstmal nichts Großartiges. Wie sind die denn? Hier soll doch keiner sonst sein. Naja, wir sollten uns aber keinen Kopf machen. Klick. Alles klar. Siehst du, die Geschichte hat sich ein bisschen verändert, nur frage ich mich jetzt immer noch, wann, ob die Tür, die am Anfang war, irgendwie, ihr habt ja auch geschrieben, da kann man nicht rein, da kommt man doch rein. Was denn jetzt eigentlich? Kommt man da nun rein bei der einen Tür, die in dem nicht am Anfang im Snowdin-Wald war, oder kommt man da nicht rein? Und wenn ja, was ist dahinter? Bereit? Es ist soweit, nimm den Aufzug zur Spitze des Chor. Achso, das Betrieb. Ring. Was? Der Aufzug sollte funktionieren. Na gut, geh einfach nach rechts und dann geradeaus. Rechts hatten wir schon, also ist links der bessere Weg. Hey, warum gehst du nicht erst nach rechts? Vorsicht! Magic kommt aus seinem Hut. Abschalten. Du nimmst Magic und denkst an Sonnenschein. Deine Abwehr erhöht sich um 1. Schnick die Schnack. Schnickel die Schnackel. Hacke der Pagel. Haha, ist wie ich. Magic flüstert magische Kraftausdrücke. Hokus Pokus. Du raus aber drauf, du Klingermatz, wa? Hoppala. Gnade, verschonen, du warst erfolgreich. Perfekt. Das war knapp. Warum sind hier so viele Monster? Naja, das ist doch kein Problem, oder? Wir müssen einfach weitermachen. Bla 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 bla. Wir gehen einfach direkt geradeaus durch und rotzen hier den Part durch, ey. Ja, ja, ich weiß, da ist ein Schalter. Hoppala. Hoppala. Irgendwie hätte ich doch drauf hören sollen. Blau ist stehen bleiben, orange ist laufen. Egal. Perfekt. Oh, eine Kreuzung, versuch nach rechts zu gehen. Ich glaube rechts war irgendwie, warte, nein, sie geht jetzt nach oben. Ich gehe jetzt trotzdem rechts. Okay, blauer. Was? Ich dachte, das wurde der richtige Weg. Mehr Laser. Okay, ich werde diesmal nicht versagen. Ich aktiviere einfach diese Laser und es kann weitergehen. Sie gehen nicht aus. Ich kann sie nicht ausschalten. Ich ist schon in Ordnung. Ich habe alles im Griff. Ich halte den Strom für den ganzen Knoten ab. Dann kannst du weitergehen. Bleib! War hier nicht irgendwo ein Problem auch? Warte, halt! Der Strom, er schaltet sich wieder selbst ein. Verdammt, das wird ja nicht passieren. Hatten wir schon. Alles kein Problem. Immer zwischendurch mal stehen bleiben. So, jetzt kommen wir einfach geradeaus weiter. Perfekt. Oh, Alf, ist das doch okay? Lass mich in Ruhe, Mann. Ich will einfach nur laufen. Mann, Gott. Ist die Person nervig? So. Gucken wir uns einfach mal in Ruhe um und gehen einfach geradeaus durch. Irgendwann muss ja mal ein Ende kommen. So. Auch wieder ein Magic, oder was? Imselot und Final Froggit erscheinen. Wimselot, trösten, beten, ängstigen, trösten. Du versichst, dass Wimselot, dass seine Taten richtig sind. Mein Frieden steht. Und es kommt Quark, Quark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, fuck you. Riecht nach Nachtschatten und Bleiche. Hoppala. Hoppala. Nein, mach doch sowas nicht. Wimselot, hör auf. Ach, schön, schön, schön. Ah, oh Gott. Ey, das ist aber jetzt aber heftig, weil es zu viele sind. Wie soll man denn da ausweichen können? Ja, beten. Christina betet für Sicherheit. Umso da ruft sich etwas im Bewusstsein. Es gibt noch Hoffnung. Ah. Konnte ich mich daran heilen? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal gerade.
Ich itemisiere mich erstmal mit einem Zimthasen. Meine Wahl steht, ey, ohne zu kämpfen, ohne zu leveln, hat man extrem weniger HP. Das ist schon echt heftig. Ah, erstmal gnaden und verschonen. Das wir nur ihn haben. Das andere war mir nämlich zu... Oh, heftig! Okay, okay, okay. Ich hoffe, das hat gereicht. Perfekt. Oh, ist das anstrengend, Leute. Ja, noch mehr Gegner, genau. Die Leute treten aus dem Schatten, aber erstmal Tat. Bei Magic, und zwar reden. Oh Gott, was? Alter! Steuerung ist invertiert! Nein! Mono-Eis. Ich bin immer noch verwirrt! Fuck off, ey! Wie soll man das so steuern? Mein Gott! Jetzt geht's halbwegs wieder, ey. War ja furchtbar, Leute. Singen wir ein bisschen. Oh! Okay, tot. Hat alles keinen Zweck, Leute. Ich beende erstmal den Part. Wir sehen uns im nächsten Part auf seiner Folter. Wir sehen uns, Tschüssikowski.